herzliches Willkommen. Wir befinden uns in der KW19 und wollen mal schauen, was diese Woche alles so bringt. Die KW19 geht vom 9. bis 15. Mai 2022. Dabei ist die Sonne weiterhin im Stier. Wir haben am Dienstag den Merkur im Zwilling, der rückläufig wird bis zum 3. Juni. Das bringt für alle Bereiche natürlich Unruhe bzw. Missverständnisse, Verlangsamungen, Dinge gehen kaputt oder irgendwas funktioniert nicht. Darauf sollte man sich früh genug einstellen, deswegen hatte ich das vorige Woche schon angekündigt. Da kann einiges, wie gesagt, verlangsamt werden. Und natürlich sollte man in der Rückläufigkeit, wenn möglich, keine Verträge abschließen. Es wird was Wichtiges vergessen oder so. Und wenn es sich nicht vermeiden lässt, sollte man wirklich nochmal fünfmal drüber gucken. Zudem haben wir dann ab Mittwoch, den 11. Jupiter im Widder. Damit haben wir den Jupiter im Widder und die Venus im Widder. Feurige Energien natürlich, expansive Energien. Und mit Mars in den Fischen auch gefühlvolle Energie, die eben auch nicht dazu einlädt, dass man sich übernimmt mit irgendwas. Da sollte man natürlich Acht geben. Ja, am 11. hatten wir den Wechsel. Sonne steht am Sonntag, am 15. quer zu Saturn. Und da kann es darum gehen, dass man sich mit dem ein oder anderen Vorgesetzten anlegen könnte oder mit Behörden. In der Rückläufigkeit ist das keine gute Idee, aber die Sterne stehen nun mal so, dass so etwas vorkommen kann. Es kann ja auch sein, dass der Vorgesetzte sich mit dir anlegt. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Wir haben parallel dazu die Sonne im Sextil zu Neptun, was wiederum, ich sag mal, idealistisch macht. Also dafür sorgt, dass man entgegenkommt, bleibt, die Dinge möglichst positiv sehen möchte, ne? Aber in der Kommunikation ist es halt schwierig durch Merkur rückläufig. Beachtet das bitte, denn das kann dazu führen, dass man eben falsch verstanden wird oder selbst etwas falsch versteht. Da muss man sehr genau hinhören und sich das möglicherweise im Zweifelsfall auch lieber schriftlich geben lassen, bevor da irgendwas unter den Tisch fällt. Also die Woche ist schon interessant. Es kann durchaus positive Entwicklungen geben, aber die Rückläufigkeit Merkurs sorgt für eine Menge Chaos im Außen und vor allen Dingen trifft es nicht einige, sondern es trifft leider alle. Ja? Und da würde ich euch einfach ans Herz legen, einfach nochmal genauer hinzuschauen, bevor man etwas entscheidet, auch im Kleinen, einfach nochmal tief durchatmen, nochmal nachchecken und dann eine Entscheidung treffen. Also man sollte zumindest ein bisschen langsamer daran gehen. Und die Genauigkeit ist ja durch die Sonne im Stier auch gegeben, aber wie gesagt, man sollte eben nichts aus dem hohlen Bauch heraus und mal eben schnell zwischen Tür und Angel entscheiden. Ansonsten denke ich, ist es recht genügsam, weil eben auch durch Mars in den Fischen ein bisschen Kraft, ein bisschen Durchsetzungspower fehlt. Pluto ist ja auch schon länger rückläufig seit Ende April. Und auch da, wie gesagt, sind keine, ich sag mal, großen Macht- und Ohnmachtkämpfe möglich oder wahrscheinlich. Aber nach innen geht das eben. Man macht sich so seine Gedanken, versucht eben da auch nicht zu sehr an Dingen festzuhalten oder zu sehr darüber nachzudenken. Man hat schnell etwas, wie gesagt, in den falschen Hals bekommen. Also schön ruhig beobachten, langsam machen, Routine. Und wie gesagt, nichts Großartiges, wenn es geht, entscheiden. Ich wünsche euch natürlich eine schöne Woche und wir schauen uns das an. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind bei der KW19. Das ist die Woche vom 9. bis 15. Mai 2022. Sonne im Stier ist natürlich auch deine Energie, Erdenergie. Pragmatismus hinzu kommt vom Stier noch eben das Genießen. Und das kann ja nicht schlecht sein, ja. Jetzt haben wir Jupiter in den Fischen, das hat dich weich gemacht, entgegenkommt und so weiter. Und das ist auch sehr schön. Und dann haben wir ab 11. Mai den Jupiter im Widder, ja. Und das ist leider ohne Einfluss, das heißt, so ein bisschen geht die Weichheit weg, dieses Entgegenkommende, ja. Saturn im Wassermann hat auch nicht so den Einfluss, aber natürlich geht es darum, seinen Dingen treu zu bleiben. Uranus sorgt für positive Veränderungen. Es geht darum,
Dinge zu verändern, selbst zu verändern, auf Veränderungen entsprechend zu reagieren. Das ist auch weiterhin so. Neptun ist manchmal so der Launeverderber, das haben wir auch schon öfter besprochen. Es geht darum, dass er dir manchmal auch negative Gedanken bringt oder dass du alles zu grau in grau oder sogar schwarz siehst. Ja? Versuche eben, wenn du merkst, dass du nicht gut drauf bist, daran zu denken, Neptun hat mir jetzt heute schlechte Laune gemacht, ich arbeite ein Stück weiter gegen. Da kannst du was dran tun. Pluto ist im Steinbock und hat dich bisher auch in Macht- und Ohnmacht-Themen unterstützt. Ja? Und jetzt ist er rückläufig seit dem 29. April und das bedeutet, dass du auch Rückschau halten solltest. Was hat in den letzten Monaten gut geklappt? Was hat mich vorangebracht? Wo war ich auch dabei zufrieden und glücklich? Ja, das gehört ja auch dazu. Mit Mars in den Fischen haben wir eben auch Kräfteschwund. Das bedeutet jetzt auch, dass man eben nicht so volle Power durchziehen sollte. Ich meine, bei Merkur rückläufig sowieso nicht. Da macht man hoffentlich Dienst nach Vorschrift. Aber es entzieht eben auch diese Kraft, diese Energie, die man hat, wenn man etwas umsetzen möchte. Man soll ja eh da nichts Neues anfangen. Wir haben die Venus im Widder. Das ist eine feurige Energie. Und ich denke mal, dass du da nicht so wirklich viel mit anfangen kannst. Ja? Also ich denke mal, dass du da eher vielleicht auch dich ein bisschen bockig zeigen kannst, wie das so Widder-Energie ist oder dass es halt ein bisschen zäher ist alles, aber bemühe dich darum, das, was du bisher als positiv empfunden hast, weiterzuführen, so gut es eben geht. Merkur in den Zwillingen. Merkur in den Zwillingen ist eben auch eine Energie, die eben ein bisschen, sagen wir mal, nervös macht. Oder man nimmt sich zu viel vor, man ist vielleicht auch in Verbindung mit Neptun manchmal etwas zu voreilig oder weiß nicht so recht, was wollte ich denn gerade noch machen, kennst du ja vielleicht auch. Und jetzt ist er noch rückläufig und das ist sehr ungünstig und das bedeutet nämlich auch, dass man da ganz vorsichtig mit umgehen sollte, weil eben die Nervosität oder die Verwirrung zunehmen kann. So, was haben wir jetzt? Wir haben ja aufgewühlte Energien und die Rückläufigkeit ab 10., die Venus im Widder ab 11. Und das ist ganz schön nervtötend, das muss man einfach sagen. Und deswegen solltest du, wie gesagt, die Linie verfolgen, die sich bisher bewährt hat. Dienst nach Vorschrift, Routine und alles andere möglichst in Ruhe betrachten. Sich keinen Stress aufhalten, sofern das möglich ist, klar. Aber mach langsam. Schauen wir uns jetzt an, wie das in den Karten aussieht. So, liebe Jungfrau, herzlich willkommen zur allgemeinen Kartenlegung für die KW 19. Das ist die Woche 9. bis 15. Mai 2022. Das ist eine allgemeine Kartenlegung für alle Jungfrauen. So einfach mal so die Energie aufzeigen, was in dieser Woche so drin ist, was machbar und möglich ist. Und du entscheidest natürlich, was davon du für dich in deiner persönlichen Situation dir annehmen möchtest oder was du für dich verwenden möchtest. Wir wollen einfach mal schauen, worauf die Karten hinweisen und wovon sie vielleicht abraten. Und vielleicht ist das ein wichtiger Hinweis für dich, das hoffe ich zumindest. Und wir schauen uns an, was für eine Energie wir in dieser Woche für die Jungfrau allgemein haben. Es ist der Page der Erde. Page der Erde ist langsam machen. Cool down, nicht zu hastig. Du bist Erdenergie und das ist eben nochmal, ich sag mal, ganz von vorn, ganz langsam. Ja? Und ich sag mal, mit der Energie des Stiers und der Rückläufigkeit von Merkur sollte das vielleicht auch die beste Energie sein, die man momentan so an den Tag legen kann. Wie siehst du dich selbst? 9 der Luft. 9 der Luft sind ja unnötige Ängste. Es können auch Gespräche sein, Klärungen, die du herbeiführen möchtest. Ja, so siehst du dich. Dein Wunsch ist die 2 des Feuers. Die 2 des Feuers ist, dass man eine Auswahl haben möchte, was man machen möchte, wofür man sich begeistert. Hoffnung und Ängste ist natürlich die 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit haben, alles im grünen Bereich.
Gut für dich ist die 9 der Erde. Du machst dich ein bisschen unabhängiger von äußeren Einflüssen und du bist natürlich ehrgeizig und du willst das auch erreichen. Aber es ist auch die Fürsorge für sich selbst, also dass man auf sich ein bisschen achtet. Nicht gut ist der König der Luft. König der Luft ist Luftenergie, bedeutet eben, man nimmt kein Blatt vor den Mund mit dem, was man sagt. Und man kann da natürlich andere treffen und auch, ich sag mal, eine spitze Zunge haben. König der Schwerter kann auch die Energie sein eines Ratgebers, der nicht dein Bestes im Sinn hat. Ja? Ausgang ist die Königin des Feuers. Feuerenergie, Temperament, Leidenschaft, Optimismus, dranbleiben, sich kümmern, dass das Feuer in einem brennt und auch die Flamme natürlich ja, heiß bleibt, würde ich sagen. Ne? Dass man also nicht nachgibt und sich darum kümmert, dass man sich eben auch noch für Dinge begeistert und dass die auch dann möglichst umgesetzt werden können. Allerdings nicht mit Gewalt, sondern eben im Möglichen und Machbaren. Wir haben hier bei dir Page der Münzen als Energie und das bedeutet eben, mach langsam, lass dir Zeit. So, dann haben wir jetzt oder kommen wir jetzt zur Außenenergie. Was begegnet dir in dieser Woche? Womit kannst du rechnen? Was ist die Energie deiner Mitmenschen, der Situationen in dieser Woche? Was kommt da auf dich zu? Schauen wir mal. Die Welt. Okay, die Welt bedeutet ja etwas hinter sich lassen, etwas Neues beginnen. Jetzt müssen wir ja unterscheiden, wir haben ja Merkur rückläufig, man soll ja nichts Neues beginnen, aber es kann ja sein, dass etwas Neues auf dich zukommt, ungewollt. Ja? Schauen wir uns das mal an. Also nicht so hastig vorgehen und auch genau prüfen, wenn das sein sollte. Wir haben 5 der Stäbe, innere Unruhe, Wettbewerb kann das sein, aber es kann auch so ein bisschen aggro sein, dass man sich über was ärgert oder eben mit den 9 der Schwertern noch ein paar Dinge zu klären hat. 2 der Stäbe ist ja dein Wunsch und du möchtest eine Auswahlmöglichkeit. Dann haben wir den Wagen. Das ist die Krebsenergie, auch ein Erfolgsgarant. Auch wieder 2 Sphinxen, die man in die richtige Richtung lenken muss. Also, dass man das unter ein Dach kriegt oder in eine Richtung. Wir haben den Mond. Da sind Befürchtungen drin, Ängste, Verborgenes, Dinge, die man gerne in die hinterste Ecke verschiebt. Ja, das kommt zutage. Und die Arbeit hat vielleicht was mit dem Job zu tun. Irgendwas kommt zutage, was dir überhaupt nicht gefällt oder womit du, ich sag mal, nicht rechnest oder vielleicht auch ungute Gefühle kann das bedeuten. Wir haben das Ass der Münzen. Das ist vielleicht das Ass der Münzen, was du erreichen möchtest. Sicherheit und Stabilität. Darüber den Ratgeber, der vielleicht nicht so wirklich der gute Ratgeber ist. Und deine Karte, der Eremit. Das ist eine starke Energie. Es bedeutet nämlich, dass du dich eher auf dich verlässt als auf andere. Was auch in dem Fall auf jeden Fall sehr vernünftig ist. Ne? Also, ich denke mal, es könnte eine Veränderung sein, die dir vielleicht angeboten wird oder die dir vielleicht auch so ein bisschen übergestülpt wird. Schauen wir mal. 9 der Schwerter. Veränderung. Ich habe gerade von Veränderung gesprochen. Page der Münzen. Also du bist nicht so wirklich begeistert von dieser Veränderung, die da kommt. Oder du weißt nicht so genau, was dahinter steckt, also was für Folgen das hat oder wie diese Veränderung aussieht. Dein Wunsch ist es, selbst entscheiden zu können. Da haben wir den König der Kelche, das ist Fürsorge, Liebenswürdigkeit, Entgegenkommen, aber immer im Hinterkopf die eigene Agenda. Und Page der Kelche, Freundlichkeit. Das heißt, du wirst das wahrscheinlich nach außen nicht zeigen, dass du nicht so einverstanden bist damit. Aber im Hinterkopf weißt du schon, ich muss aufpassen oder ich will das jetzt so nicht haben. Also es ist bei jedem ja unterschiedlich. 10 der Münzen ist Hoffnung und Ängste. Da ist der König der Schwerter. Es könnte sein, dass du jemanden zu Rate ziehst, der vielleicht nicht unbedingt derjenige ist, der, ja, ich sag mal, dein bestes Auskommen im Sinn hat. Rat des Schicksals, du hast aber Glück dabei. Also vielleicht erkennst du es früh genug oder du bist sicher und stabil, ohne dass du jemanden um Rat fragen musst oder ein Angebot annehmen solltest. Du machst dich auf jeden Fall unabhängig und das ist gut. Du bist unzufrieden. 4 der Kelche, 3 der Kelche. Also ich denke mal, dass du dich in der Gesellschaft gut, ich sag mal, rüberbringst und damit auch zufrieden bist, aber im Inneren bist du nicht wirklich zufrieden. Irgendwas stört dich, irgendwas
lässt dich auf Distanz gehen zu etwas oder jemandem. König der Schwerter, Geduld. Und die Herrscherin, du brauchst Geduld. Ich glaube, du musst auch genau beobachten, deswegen auch der Page der Münzen, was um dich herum geschieht, was dieser König der Schwerter macht. König der Schwerter ist die Energie von den Luftzeichen, Wassermann, Waage, Zwillinge. Ja, muss aber jetzt nicht diese Energie sein, aber es ist eine sehr sachliche Person, kann männlich oder weiblich sein. Königin des Feuers, Disziplin und Feuerenergie. Also da haben wir wieder, ich denke mal, Venus im Widder, wo du doch, ich sag mal, für deine Ziele dich einsetzt, diszipliniert vorgehst und dich selbst auch disziplinierst, dran zu bleiben, nicht aufzugeben und natürlich deine Arbeit oder was auch immer fortsetzt. Wir haben darunter deine Energie. Fünf der Stäbe, Nostalgie und sechs der Schwerter. Also du schließt mit einer Sache aus der Vergangenheit ab. Oder kannst dich damit versöhnen. Das kann ja ein, zum Beispiel im Job ein Vorgehen sein oder mit Personen, die du schon länger kennst. Da haben wir die 2 der Stäbe, da ist die 9 der Schwerter wieder und da ist die 5 der Kelche. Also du bedauerst etwas. Es ist etwas, was dir möglicherweise leid tut. Vielleicht hast du in der Vergangenheit eine Entscheidung getroffen, die du lieber wieder rückgängig machen würdest. Kann ja einen Streit betreffen zum Beispiel. 5 der Kelche heißt ja, dreh dich rum. Und gehe auf die 2 der Kelche. Okay. Der Wagen, Krebsenergie. Abwägen und sich die Details anschauen. Also da ist man wieder nicht so wirklich aktiv. Man schaut genauer hin. Das ist aber im Zusammenhang mit dem König der Schwerter auf jeden Fall wichtig, dass du, ich sag mal, nicht das erstbeste Angebot zum Beispiel annimmst oder den erstbesten Rat folgst, der dir rübergebracht wird. Der Mond. 8 der Kelche, sich von etwas verabschieden, 10 der Münzen. 10 der Münzen ist in Hoffnung und Ängste. Du hast die Befürchtung, dass du dich von Sicherheit und Stabilität verabschieden musst oder müsstest, wenn du etwas entscheidest. Ja? Schauen wir uns die Arbeit an. Manifestation und Mäßigkeit. Okay, du kannst Ausgewogenheit herstellen. Ich denke durch Unabhängigkeit und durch vielleicht auch gute Kontakte. Das könnte sein. Und ja, das könnte Manifestation der inneren Sicherheit bedeuten. Da ist wieder die 5 der Stäbe und da ist die Königin der Münzen. Also du bist in deiner Energie, Erdenergie, schon dabei, für deine Belange, für das, was du umsetzen möchtest, zu kämpfen. Okay, oder zu arbeiten. Da ist wieder die 2 der Stäbe und da ist das Ass der Stäbe. Also letzten Endes kommst du dazu, dich dafür zu entscheiden, was deine Leidenschaft weckt. Also es gibt in dieser Woche ein großes Hin und Her. Vielleicht Missverständnisse, vielleicht auch Verzögerungen. Das kann durchaus sein. Du überlegst dir aber immer wieder, wie du deinem Ziel näher kommst, selbst die Auswahl treffen zu können. Und ich glaube, dass du das auch schaffst letztendlich, aber es kann bis zum Ende der Woche dauern. Aber bleib dran, bleib optimistisch, da ist die Feuerenergie. Vielleicht geht es um einen leidenschaftlichen Neubeginn in der Beziehung. Oder das Wiederaufleben lassen der Leidenschaft. Wir haben hier die Welt und wir haben hier mach langsam. Das kommt von außen. Vielleicht fordert dich jemand heraus. Vielleicht ist es ja auch, du bist in einer, ich sag jetzt mal, Beziehung oder in einem Arbeitsverhältnis oder so und jemand versucht dich da rauszulocken, zum Beispiel jetzt, ne, um das so ein bisschen zu erklären. Und man redet auf dich ein, man will dich, ich sag mal, dazu verleiten und da kommt dir das Schicksal entgegen und irgendwie klärst du das selbst. Auf jeden Fall triffst du die Entscheidung, nicht die anderen. Okay. Vielleicht ist auch zum Beispiel im Job irgendwas in dem Unternehmen nicht ganz klar, dass du vielleicht, ja, ich sag mal, in der Situation bist, dass du dir was anderes suchen musst. Zum Beispiel. Ne? Aber das klärt sich zum Ende der Woche und wir haben eine schöne Karte für dich. Glückliche Fügung. Also vertraue auf deine Intuition und vertraue auch darauf, was du fühlst. Nicht nur, was du siehst oder was sachlich klar ist mit dem König der Schwerter, sondern das Rad des Schicksals ist ja auch Karma und du hast vielleicht hier schon mal in der Vergangenheit eine Entscheidung getroffen, die du bereut hast. Und deswegen bist du da vorsichtig. Das ist auch gar nicht so schlecht. Du sollst auch hier nichts übers Knie brechen und Neubeginne sind ja sowieso in der Rückläufigkeit schwieriger.
Schauen wir uns an, was wir mit der glücklichen Fügung für eine Grundbedeutung haben. Die innere Bereitschaft, eine günstige Gelegenheit zu ergreifen. Das Wissen um Synchronizitäten, Zeichen und Symbole als Sendboten des Glücks, ein magisches Zusammentreffen der Ereignisse. Also mit anderen Worten, die Dinge oder das Rad des Schicksals schieben dich dahin, wo dein bester Ausgang ist. Deswegen brauchst du deine Intuition. Erfolgsbotschaft. Du bist zur rechten Zeit am rechten Ort und kannst dankbar sein, denn die Sterne stehen für dich günstig und dir winkt das Glück. Jetzt ist die Zeit, um Siege und Erfolge zu erringen. Die Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast, haben die inneren Weichen für die Chancen gestellt, die sich dir nun bieten. Heute ist dein Glückstag. Der Zeitpunkt ist perfekt gewählt. Also, wie gesagt, ich denke, es ist zum Ende der Woche hin, kann natürlich von Jungfrau zu Jungfrau variieren, aber glückliche Fügung ist das Karma und deine Intuition und natürlich dein richtiger Riecher für die richtigen Geschäfte, die richtigen Leute und auch wenn jemand oder ob jemand vertrauenswürdig ist oder eben nicht. Also musst du dich auch mit dem Eremiten so ein bisschen auf deine Gefühlsebene begeben. Und da hast du ja jetzt durch die Fische-Energie auch schon ein bisschen Übung drin, würde ich sagen. Ja? Also ich denke mal, dass du den Synchronizitäten, was ja immer Hinweise sind auf dem Weg, dass du denen folgen kannst. Das wird sehr spannend. Ich bin auch gespannt, was du mir berichtest, wie du diese Woche erlebt hast, was du daraus gemacht hast, wie du mit den Synchronizitäten umgegangen bist. Oder ich würde mich freuen, dann natürlich eine Erfolgsbotschaft von dir zu hören. Auch wenn es nicht klappt, schreib gerne in die Kommentare. Ich möchte ja wissen, ob ihr was damit anfangen könnt. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Däumchen hoch da. Und wenn du genauer hinschauen möchtest, eine persönliche Legung oder ein persönliches Gespräch führen möchtest, findest du die Info unten in der Infobox. Also, dann schauen wir mal, welche glücklichen Fügungen diese Woche für die Jungfrau bereithält. Alles Liebe und bis bald.